das war letzte Woche, da bin ich zur Arbeit gegangen und dann saß im Flur eine Frau, der ging es nicht besonders gut. Und dann habe ich halt meine Freundin darauf aufmerksam gemacht, ob sie nicht vielleicht mal dorthin gehen könnte. Und ist sie halt da hingegangen und hat sich mit dieser Frau unterhalten. Ja, die Frau hatte ganz viele Probleme und sonst was und hat die dann irgendwie auch geäußert. Und dann kam ich halt dazu und die erste Reaktion von der Frau war dann halt, ich hatte meine Haare halt ganz anders lang, halt auch ganz dicht am Kopf und sie hat mich dann halt als einen jungen Mann wahrgenommen und hat dann meine Freundin gefragt so, also nee, erstmal hat sie mich halt auf Englisch begrüßt so und dann habe ich halt auch sofort auf Deutsch geantwortet, aber irgendwie es ist nicht so richtig bei ihr angekommen und dann dreht sie sich zu meiner Freundin und fragt sie, ist er auf der Flucht? Leute, die aus Europa kommen und zurück nach, jetzt zum Beispiel in den Kongo gehen, die bringen da ja natürlich auch einen gewissen Wohlstand wieder mit. Also, oder zumindest spielen die den Leuten auch einfach vor, dass die dort einen gewissen Wohlstand, in Europa vielleicht leben, was vielleicht gar nicht der Realität entspricht. Also sie, die machen den Leuten, also die eigenen Leute selbst machen den anderen manchmal auch falsche Hoffnungen, dass dann auch noch mal so ein Bild entsteht, so ja, in Europa muss natürlich so voll das Paradies und alles einfach sein und hier wächst das Geld an den Bäumen und so. Und ja, manchmal ist es dann natürlich plus dann halt noch in den Medien die Bilder, die man hat, ist das natürlich dann noch mal so verstärkt. Ein Bild, dieses Streben nach Europa gehen zu wollen, so, aber dass es nicht immer so einfach hier ist, so, ne? So darüber wird halt dort nicht wirklich viel gesprochen. Nee. So, da haben die keine Vorstellung von. Ich habe hier mal in der nee, gewohnt in Altenessen. Altenessen ist da so auf der anderen Seite. Und dann hatte ich immer die Sicht hier drauf. Und eigentlich wollte ich gar nicht so gerne in Altenessen wohnen, aber das war echt, die Aussicht war echt super schön auf die Zeche und dann halt auch abends mit dem Sonnenuntergang. Da habe ich echt schöne Fotos von. Ich würde jetzt mal sagen, also aus meiner Schulzeit hat man natürlich auch all diese Zechen sich angeguckt, ne? In Essen, in Bochum. Nur hat man sich damals einfach gar nicht dafür interessiert. Ja, und das ist hier unser Kulturerbe, ne, in Essen. Die Zeche Zollverein. Hier ist meine Grundschule. Nee, also da muss ich auch sagen, ich glaube, das ist sehr wahrscheinlich auch deshalb, dass ich mich so an die Zeit auch gerne zurückerinnere. Es gab Kinder von überall in dem Kindergarten und das war dem Kindergarten auch wichtig, das zu thematisieren. Also wir hatten da auch immer eine Weltkarte, wo auch markiert war, wo alle Kinder herkamen. Das war halt auch nicht so
ja, wir sind die Fremden und dieses Exotische, sondern die waren halt auch wirklich interessiert daran. So nicht so, wir müssen jetzt irgendwas Interkulturelles machen, sondern da war halt auch wirklich dieses Interesse von den Kindergärtnern, das halt auch kennenzulernen oder auch zu wissen, wie vielleicht auch Sachen anders gehen. Also so, wenn ich darauf so mal so zurückblicke, so also ich hatte einen schönen Kindergarten. Eine Belastung, die sich halt niemand vorstellen kann, außer man durchlebt es. Und egal, was ich jetzt davon erzähle, das können nur Menschen nachempfinden, die wirklich das auch mit, so wie meine Mutter, wie jeder andere Flüchtlinge auch halt durchlebt haben. Diesen Alltagsstress überhaupt zu überstehen. Und die meisten Frauen, die da flüchten, haben Kinder mit sich. Das heißt, sie haben viel mehr Verantwortung. Die Männer sind ja meistens allein unterwegs oder klar, die Männer, die mit Frau und Kinder flüchten, haben es natürlich auch super schwer. Aber meine Mutter ist halt alleine gekommen. Sie hat viel durchgemacht. Du kommst in einem fremden Land mit zwei Kindern ganz alleine. Du kannst die Sprache nicht, Kulturschock hoch 10. Du lässt deinen Mann da, deinen Halt, deine Familie, deine Mutter, deine Geschwister. Deine Freunde, ich meine, sie war ja jetzt keine 13, 14 als Kind, sie war eine erwachsene Frau. Mit 35 Jahren hast du deine Wurzeln, hast dich gefunden, man beginnt so richtig an zu leben und dann wirst du wieder rausgerissen und fängst wo ganz, nochmal ganz neu von vorne an. Alle versuchen sozusagen, wegzukommen und endlich in Freiheit zu leben. Eigentlich das, was ich für mich Alltag ist und was für mich normal ist, ist der größte Wunsch von vielen anderen. Jetzt auch die, die jetzt alle aus Syrien flüchten und hier rüberkommen, haben wir natürlich einen anderen Bezug. Die tun uns viel mehr leid. Wir wissen, was die durchmachen, was die für Ängste haben. Zum Beispiel, wenn ich da eine Frau mit zwei Kindern sehe, dann sehe ich schon meine Mutter, wie sie Tränen in den Augen bekommen, weil sie wahrscheinlich das gleiche Gefühl, das kommt alles bei allen hoch. Und wenn mein Bruder kleine Jungs sieht mit 12, 13, 14, kommt es bei ihm hoch. Wenn ich so kleine Mädels sehe mit schwarzen Haaren und Zöpfe, dann kann ich auch mich daran erinnern, als wir hingekommen sind. Da hat meine Mutter nämlich gesagt, wir gehen dann nur ihr habt Sommerferien und wir wollen nur deinen Onkel besuchen. Ich wusste gar nicht, dass wir für immer hier bleiben. Das war Sommerferien. Und dann natürlich habe ich es genossen und irgendwie dachte ich irgendwann so, ja, wann fliegen wir denn zurück? Dann meinte meine Mutter, wir werden jetzt hier bleiben. Wir fliegen nicht mehr zurück.
Es hat sich jetzt ein bisschen verändert. Damals waren hier diese Stacheldinger drauf. Und damals gab es hier auch mal Sperrmüll, also wie überall halt, kann ich mich gut erinnern. Und da standen auch Möbel und Fernseher an der Straße. Und weil die Menschen das nicht so mit reinnehmen durften, haben die das über den Zaun versucht, ganz viele, und haben sich natürlich auch dabei verletzt. Also ich finde das ein bisschen übertrieben, alleine dieser Zaun. Und damals war das noch mit diesem Stacheldraht. Also ich finde das übertrieben, weil das sieht wie im Knast aus. Das ist so ein Gefühl, ich lächle dich an, ich versuche dir das Gefühl zu geben, ich bin genauso wie du, aber du kannst es immer noch nicht nachvollziehen, weil ich aus einem Gebäude rauskam, was mit einem Zaun und Stacheldraht umgeben ist. Also bin ich irgendwo eine Gefahr für dich. Und das war schon so ein Gefühl damals. Man musste dann immer pünktlich aufstehen, damit man was zum Essen kriegt, sonst kriegt man nichts. Aber hier war das nicht so schlimm wie in diesem Hotel, wo man 3 Tage warten muss, bis einem zugewiesen wird, zu welchem Aufenthaltsort man dann gehört bzw. gebracht wird. Der Hotel war damals in Dortmund. Und da gab es diese Sirene, wie damals in diese Kriegszeiten um 6 Uhr morgens. So eine laute Sirene, musste man aufstehen, und wenn man dann weiter geschlafen hat, hat man kein Frühstück mehr bekommen. Ich meine, ich finde 6 Uhr morgens ist zu früh für ein Frühstück, aber naja, ich bin sowieso Langschläfer, aber 6 Uhr morgens ist trotzdem zu früh für ein Frühstück, und man musste irgendwie spätestens 9 Uhr im Bett sein, und das war auch so geregelt. Du musst in deinem Zimmer im Bett sein um 10 Uhr, ansonsten also kannst du nicht spazieren gehen, darfst du nicht. Und wie gesagt, um 6 Uhr morgens gab es die laute Sirene, wie damals in Kriegszeiten, aber wirklich laute Sirene, dass man sich davon erschrocken hat. Also 3 Tage hat mir ausgereicht mit der Sirene, echt. Und dann waren wir dann hier. Wir kamen mit einem Bus. Deswegen erinnert mich diese Reise hier auch ein bisschen. Wir kamen mit einem Bus, wir sind 3 Tage lang gefahren. Weiter vertiefen möchte ich das nicht. Also wenn ich das heute durchmachen müsste, würde ich das nicht nochmal machen. Also ich denke, ich würde es einfach nicht schaffen. Wo wir in diesem Aufenthaltsort waren, gingen wir durch die Straßen und haben uns, das war alles, für mich waren das so wie Barbie-Häuser, wie in einem Puppenland. Es ist ein bisschen utopisch, wenn man das ganze Bild nimmt. So. Aber ich glaube, langfristig baue ich mir und wir bauen uns eine vernünftige Community auf, die nicht von außen irgendwie getrieben wird oder gelenkt wird, sondern dass es von innen kommt. Und da ist der Punkt, dass das genau perfekt zu diesem Ort hier passt, dass man sich seine Zukunft auch schon gestalten kann. Ich meine, man redet voll viel darüber, Vielfalt und Multikulti und so. Ganz ehrlich, das ist harte Arbeit, weil Multikulti einfach so gehen zu lassen, sieht nicht gut aus. Also einfach Kriminalität und das Äußere, alles ist nicht schön, ist unschön, wenn man es nicht bearbeitet. Aber wenn man tatsächlich in Multikulti-Arbeit investiert,
ist es schon eine schöne Zukunft. Eigentlich ist es so, jeder, also wenn man von Dortmund hört, kennt man den Borsigplatz. Aber ich wette, es gibt so viele, die nur hier rumfahren und nichts mit dem Borsigplatz halt zu tun haben, weil das wirklich jetzt, das ist so ein schönes Bild, sieht man alles andere, nur wirklich keine Deutschen so wirklich. Das Bild ist nicht so. Ich behaupte mal, dass die meisten Deutschen, die hier wohnen, arbeitslos sind und einen Hang zu Alkoholismus haben. Das sieht man auch auf den Straßen. Also das sind nicht wirklich die, wo man denken würde, dass das Ingenieure oder sonst was sind. Und ja, also wir helfen ja auch mit Wohnungssuche, mit Flüchtlingen. Und hier findet man viele Wohnungen. Woanders wird es schwierig. Woanders findet man praktisch keine Wohnungen für Flüchtlinge. Aber hier wird man sogar drum gebeten, hier hinzukommen, oder was? Ich bin auf jeden Fall froh, dass ich in Dortmund überhaupt hier im Ruhrgebiet bin. Weil hier fühle ich mich schon gut. Also auch auf die Gesamtzahl der Ausländer hin. So, hier muss ich nicht denken, dass ich irgendwie fremd bin oder was. Wenn ich manchmal in anderen Teilen Deutschlands bin, dann merkt man schon, also dann fühle ich mich schon ein bisschen fremd. Von der Atmosphäre her, sobald ich mit der Bahn hier nach Nordrhein-Westfalen komme, ist das ein ganz anderes Bild. Hat man viel mehr Schwarzköpfe hier. Hat man viel mehr Leute aus der Türkei oder sonst irgendwo. Und ja, fühlt man sich halt nicht so als Einzelner in der ganzen Gruppe oder sowas. Deswegen ist das schon, bin ich schon froh, hier in Dortmund zu sein. Ja, hier sehen Sie die verschiedenen Musikinstrumente, die ich für meine Workshops benutze. Mache ich manchmal mit 50, 60 Leuten. Ja. Und so habe ich alle diese Instrumente hier. Die stehen. Sind alle aus Ghana? Die sind alle aus Ghana. Ich war in Indien, habe ich die hier aus Indien mitgebracht. Das ist aus Papua-New-Guinea, ja. Hat jemand mir gegeben. Ja. Das ist aus Marokko. Mhm. Und ich habe auch andere nordafrikanische, ja, Trommeln hier. Aber die meisten sind aus Ghana.
Gibt es da Unterschiede zwischen den Herkunftsländern, also wo die Leute herkommen und ihrem Rhythmus? Kann man das beobachten? Ja, an sich, wir geben, oder ich gebe immer Grundrhythmus für allen. Mhm. Ja. Und dann von da aus kommen tatsächlich jemand aus dem arabischen Raum, spielt anderen Rhythmus als jemand aus zum Beispiel Westafrika, ja, oder so. Ja. Oder jemand aus Zaire, mhm, spielt anders als jemand aus Südafrika. Mhm. Und, aber trotzdem, jeder bringt irgendwas ein und guckt, dass es irgendwie passt. Ja, sehr schön. So, hier ist ein Teil meiner Praxis. Und hier mache ich hauptsächlich spirituelle, geistige Dinge hier. Ich kam nach Deutschland 1973 und habe ich 2 Studien gemacht. Ich bin diplomierter Landwirt, mhm, und diplomierter Ingenieur für angepasste Technologien. Wie ist das? Kennt man Sie hier in Unna? Also wissen die Leute, dass Sie hier Ihre Kultur und Ihre Tradition, ja, praktizieren? Ja, die Leute in Unna kennen mich. Ich bin auch oft in der Zeitung wegen, mhm, meiner Musik und anderen Aktivitäten. Mhm. Dass viele Leute mich kennen und die wissen auch, was ich tue. Wie ist das, wenn Sie das hier praktizieren, also diese spirituelle Arbeit, kann man das den Patienten gut erklären oder fällt es den Leuten immer noch schwer, das zu verstehen? Es gibt manche Praktiken, die ich nie mit einem Deutschen machen werde. Aber wenn ein Ghanäer zu mir kommt, ich werde das tun, weil der Ghanäer drin geboren ist, mhm, und das versteht, akzeptieren auch kann, das ist Ethnomedizin. Mhm. Dann kann ich Ihnen zeigen, mein Behandlungsraum für europäische Behandlung. Homöopathie, was, mhm, ursprünglich aus Deutschland ist, das, mhm, habe ich gelernt und das praktiziere ich. Mhm. Ich habe auch Akupunktur von Nogier. Das heißt, Sie sagen nicht nur, dass nur das, was Sie machen, nur das, was Sie aus Ghana kennen, gut ist, sondern je nachdem, wie der Patient erkrankt ist, muss man auch schauen, was für eine Behandlung der Patient, ja, hat. Ja, ich war in einer Heilpraktikerschule hier in Bochum, mhm, 3,5 Jahre lang, und habe ich die deutsche Heilpraktiken auch gelernt. Und ich kombiniere, was ich aus Ghana gelernt habe und was ich in diesen Schulen auch hier gelernt habe. Ja. Ja. So, wenn die Kinder kommen, ich lasse sie alles ausprobieren. Die meisten nehmen diese hier. Sie tanzen. Deutsche Häuser sehen ein bisschen wie Schlösser, wie viel zu fest und fest und wie das zu sein. Obwohl das nicht so kalt hier im Winter, das ist so gebaut, obwohl es hier minus 50 Grad Kälte, das ist wirklich wie Schloss. Seit 12 Jahren lebe ich nicht mehr in der Ukraine und ab und zu fahre ich dahin. Ich sehe schon, dass es kommt Abstand, mehr und mehr. Dass ich noch Sprache verstehe, aber nicht mehr Menschen verstehe oder die nicht mehr mich verstehen, sozusagen. Und ich bin dann nicht mehr von dort und hier bin ich auch nicht angekommen. Das ist so Zwischenwelten, kann man sagen. Zwischenstand, Zustand, wo der wird wahrscheinlich ein ganzes Leben dauern, dieser Zustand, dass ich nie ankomme und auch nicht mehr zurückkomme. Thank you.
manche sagen, dass ich so ähnliche Akzent und ähnliche Witze habe wie Borat. Hallo, was höre ich über die Ausländer da? Wo bist du als erstes angekommen in Deutschland? Hannover, nach Celle. Ich war da Au-pair, ein Au-pair-Jahr gemacht. Dann habe ich freiwilliges soziales Jahr in Sachsen gemacht. Oh, ne? Das ist ja alles in der ja. Dann zog ich nach NRW. Ne? Meine Mama damals hatte Zeitschrift über die BRD und DDR. Und da stand, in Deutschland wachsen im Wald Pilze, die 10 D-Mark pro Kilo kosten. Ja. Warum keine Deutsche geht Pilze sammeln? Ich sage zu meiner Mama, wenn ich in Deutschland bin, ich sammle Pilze. Jetzt bin ich in Deutschland und ich gehe nicht Pilze, Pilze sammeln. Weil Zeit ist wert, man muss arbeiten, leben, studieren. Es ist so leider in Europa. Aber verstehst du denn, dass das... Das ist ja auch das Ding, so was ich aber auch hier in Deutschland entdeckt habe. Man kann schnell den Eindruck gewinnen, dass dich ein oder dass dich irgendwas treibt oder dass du dich daran halten musst. Aber wenn du bereit bist, auch auf gewisse Sachen zu verzichten, dann kannst du dir auch deine Zeit nehmen. Viele Leute gehen in den Urlaub und sind dann total weltoffen und ja, jetzt gibt es hier türkisches Essen und bla 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 so. Aber eigentlich sind wir in Deutschland und das bietet hier auch total viel Kultur, die man nicht wahrnimmt. Ja. So. Und das ist auch wieder was ich in Deutschland halt wieder gut finde. So sehr oft braucht man ja gar nichts, weil man hier ja schon, aber das ist dann so... Ja, das haben wir ja hier auch. Also das kennt man vielleicht auch aus der Schule. Wenn der Austauschschüler da ist, so ist er total interessant. Woher kommt der so? Na, aber du selbst wurdest noch nie gefragt, so wie ist es denn da, wo deine Eltern herkommen oder sonst was. Also weil das dann irgendwie schon so eine Normalität ist. Also ist da irgendwie so mein Empfinden. Werden wir jetzt gedreht, oder? Also durch meine Lebenserfahrung behaupte ich persönlich, dass es eigentlich die Roma-Identität, ich bin jetzt Roma und das gehört zu Roma, nicht gibt. Ich habe zum Beispiel das typische, in Anführungsstrichen, Roma-Essen, das meine Mutter immer macht. Ein Rezept habe ich in einem griechischen Kochbuch gefunden. Das andere Rezept findest du in einem spanischen Kochbuch. Wir tun da vielleicht ein bisschen mehr Chili oder ein bisschen mehr scharf rein. Das mexikanische Essen, wir essen sehr scharf. Weißt du, dann guckst du im mexikanischen Kochbuch und sagst, hä, das habe ich doch als Kind bei meiner Mutter gegessen. Das ist nicht typisch Roma. Wir haben gar keine, also meiner Meinung nach haben wir gar keine Identität. Wir haben uns das von unseren Reisen damals aus Indien, alles so zusammengeklaut. Gibt es dann sozusagen kein Wörterbuch, wo, wenn du sagst, von Türkisch ein bisschen, von Arabisch, von jeder Sprache ein bisschen habt ihr in ihrer Sprache? Genau, also die Hauptsprache kommt eigentlich aus dem alten Sanskrit und dadurch ist ja auch ist involviert. Das Sanskrit ist ja... So ne? Plattdeutsch, es ist dann Deutsch und Holländisch entstanden, so Sanskrit. Dann, Sanskrit ist ja eine uralte Sprache und daraus ist das Romanes entstanden. Sagt man ja, früher war alles besser. Gitarre, Pferd, Weiden, jetzt Auto, Musik drinnen statt Gitarre, Liebe, bisschen alles so abgestumpft. Sag mal so, kannst du Pferd klauen? Ja, wir haben ja erst die Pferde geklaut und dann sind wir zu den Kindern gegangen. Deswegen haben wir blonde Kinder jetzt in unserer Community. Ach, und weißt du, bei uns fehlt das Lagerfeuer. Mhm. Mein langer Rock, den habe ich vergessen. Bringe ich nächstes Mal mit. Okay. Und ich will handlesen, gucken. Ich kann gucken, große Zukunft. Ich sehe große Zukunft. Viel Liebe, viel Geld. Du bist sehr guter Mann, du hast gutes Herz. Danke. 20 Euro bitte. Ja. Gleich, warte, habe ich kein Geld gehabt. Das habe ich dir vorher schon aus der Hose geklaut. Ah, der war gut. Ja. Wie ist es, wenn du spielen möchtest? Bei mir damals Freunde kommen und schreien, hey, komm Fußball spielen, ne?
Wie machen das Mädchen damals? Ich war immer oben auf der Terrasse und habe dann gehört, wenn Kinder draußen waren, und dann bin ich rausgekommen. Und die sind dann entweder gegangen oder haben geärgert oder irgendwie was getan, damit ich wieder gehe. Ja gut, weil da ist ja man jeder mal in Kindheit gemobbt. Das ist normale Erfahrung damals. Man war halt der Einzige, es waren nicht so viele Ausländer. Es war halt nur wir hier in dieser Gegend. Wir sind, als wir nach Deutschland gekommen sind, waren wir in Dortmund in so einem Übergangsheim für Obdachlose. Mhm. Das haben mir meine Eltern erzählt. Und dann sofort haben wir hier eine Wohnung gekriegt. Weil es hier damals noch keine Asylheime in dieser Stadt gab. Ist gut. Die war gar nicht vorbereitet für Flüchtlinge oder wie auch immer. Es hat mich total gewundert, dass Elvira so gut Deutsch spricht. Ich dachte, wem habt ihr ausgesucht? Ist doch Deutscher, könnt ihr doch ihr gegenseitig drehen. Echt? Das ist der Eindruck, den ich aber auf andere Ausländer immer mache oder andere Migranten. Ich bin die Deutsche, weil ich doch so gut Deutsch spreche, weil ich mich, ja, ich glaube, ich bin zu gut integriert für andere Migranten, aber dann wiederum für die deutsche Gesellschaft dann zu wenig. Irgendwie ganz komisch. Also man gehört dann nicht dazu, man gehört nicht zu den Deutschen, man gehört eigentlich nirgendwo mehr hin. Und wenn man dann in der deutschen Gesellschaft ist, dann denkt man sich doch auch, ja, eigentlich bin ich doch auch eine Deutsche. Also ich war ja in Serbien 2012 und als ich dann da war und Verwandte getroffen habe, die haben dann auch gesagt, ja, die Deutsche kommt, unsere deutsche Verwandte kommt. Man war dann für die Leute dort deutsch. Woher kommst du wirklich ursprünglich? Das ist eine gute Frage. Das weiß ich gar nicht richtig. Also ich bin in Kroatien geboren. Meine Mutter ist Serbin. Mein Vater ist mazedonischer Roma. Ich war aber fast ein Jahr alt, als ich nach Deutschland gekommen bin. Also bin ich eigentlich mein ganzes Leben lang hier gewesen. Ich habe einen serbischen Pass, aber nur eine Aufenthaltserlaubnis für 2 Jahre. Also im Prinzip seit 26 Jahren. Seit 27 Jahren perspektivlos. Also immer so für 2 Jahre, dann wieder für 2 Jahre. Wie kannst du dich nicht jetzt einbürgern oder irgendwie unbefristet kriegen in Deutschland? Das ist sehr schwierig. Rede mal auf Russisch. Как дела, Эльвира? Давно водку не пила. Как дела heißt, wie geht's dir? Genau. Und хорошо. Хорошо. Heißt gut, ne? Gut. So, siehst du? Und dann hast du gefragt, hab ich Wodka getrunken? Ob hast du lange nicht mehr Wodka getrunken? Siehst du? Ich bin gut. Jetzt musst du auf Romanes lernen. Ja. Rom tove. Rom tove. Buti paro. Buti paro. So. Was bedeutet das? Ein Roma zu sein ist sehr schwer. Jo. Und das ist ja der Punkt, dass das noch nicht mal die Menschen sehen. Und an dem Punkt muss man ja erstmal kommen, um dann zu entscheiden, was mache ich, um darauf mit meiner Energie Einfluss zu nehmen. Ich glaube, wir müssen alle noch mal richtig drüber nachdenken, wie viel Auswirkungen wir auf die Außenwelt haben. Ne? Wenn jemand von der AfD oder von der Pegida rumhetzt, dann ist das sein Glaube. Er glaubt tatsächlich, dass ein Chaos entstehen wird und er hetzt rum. Mhm. Ja. Und das erzeugt wieder normale andere Hetze von anderen Menschen. Und das ist wie so ein rollender Stein, der größer wird und dann Hetze verbreitet. Also warum stellen wir, die das ja nicht wollen, uns dagegen und stiften Frieden, dass es vielleicht auch ein rollender Stein wird und alle um uns herum auch Frieden stiften und einen Gegenpol dazu aufzubauen. So, ne? Aber das ist auch für mich wieder so eine Sache. So, ne? Wenn ich hier jetzt wählen muss, kann ich mich auch nicht frei davon tun. Das ist ja auch immer so eine Sache mit den Wahlen. So, warum? Welche
Partei. Das sind Sachen, Politik brauchst du mir gar nicht kommen. Wollen wir dann jetzt schon auf dem Fenster spielen? Wenn man Yoga, was bedeutet, du machst gerne Yoga, oder? Ja, erzähl mal. Was mit Flüchtlingen und so? Das ist ja so ein Thema, das, in dem kann man, also damit wird man auf jeden Fall konfrontiert. Auf jeden Fall. Also zumal haben die jetzt direkt 2 Minuten von mir entfernt meine Grundschule umgebaut zum Flüchtlingsheim. Und dann sieht man das auch jedes Mal, wenn man da vorbeiläuft. So. Ist halt ein Thema so, ich weiß nicht, man muss sich halt damit beschäftigen. So. Siehst du auch Schwarze davor? Doch, meine Mutter hat mir jetzt erzählt, sie hat einen Schwarzen kennengelernt. Der kam sogar aus Ghana. Echt? Und ja, dann hat sie den erstmal angequatscht. Ein bisschen mit dem geredet und er tat ihr auch übertrieben leid. Dann hat sie ihn sogar zu uns eingeladen. Ja. So alt wie ich. So alt wie ich. 24, ja. 24. Hat dann erzählt, dass sein Vater gestorben ist. Und meine Mutter ist ja halt auch im Kindergarten tätig. Ja. Und dann ist sie halt so übertrieben kontaktfreudig. Ja. Und dann hat sie ihn, wie gesagt, zum Essen eingeladen und so. Und dann hat mich auch darauf hingewiesen, mich mal ein bisschen um den zu kümmern und so. Und ich habe ihn jetzt noch nicht gesehen, aber ich würde ihn gerne mal kennenlernen. Ja, die Mutter hat ihn mit dem letzten Geld nach Deutschland geschickt, in der Hoffnung, dass er halt dann hier ein bisschen was verdient. Dann, ja, Schwarze sind dabei, boah, das sind echt viele Leute dabei. Das ist echt auch für mich komisch, meine alte Grundschule zu sehen, einfach, die jetzt einfach mal umfunktioniert wurde zum Flüchtlingsheim. Und dann guckt man dann in die Fenster rein und dann ist das so ganz komisch. Zäune davor, die dürfen dann in der Nacht irgendwie nicht raus. Ja, genau, Zäune davor. Und ja, es ist schon für mich komisch. Also ich finde es halt, ich finde es gut, dass sie auf jeden Fall hier in Deutschland sind, weil bei denen ist es halt nicht wie bei uns. Ja. Und kann man sich vorstellen, dass unsere Eltern auch mal so waren? Auf jeden Fall. Auch ich doch. Ich kann mir das vorstellen. So, meine Mutter hat mir das auch erzählt. So. Die hatten es auf jeden Fall nicht wirklich leicht, wo die nach Deutschland gekommen sind. Meine Mutter ist auch sehr, sehr, sehr früh gekommen, mit 16 Jahren. Finde ich, wenn man sich vorstellt, so, also wir chillen ja jetzt so mit der Situation. Wir leben hier, machen jeden Tag, können machen, was wir wollen. Mhm. Und die müssen das Ganze ja überhaupt erstmal dahin kommen. Wird ja jetzt auch nicht von heute auf morgen sein, dass die jetzt Deutsch sprechen können, dass die jetzt sagen können, boah, ich habe meine eigene Wohnung, ich kann machen, ich kann mir einen Job suchen oder sonst wie. Und wenn man sich das dann so klar macht, weil unsere Eltern haben ja immer noch einige Schwierigkeiten hier so. Wie lange wird es bei denen wohl dauern, bis die sagen, so, boah, Deutschland ist toll, ich kann jetzt morgen zur Arbeit gehen, ich kenne mich jetzt hier aus und so. Ne? Kalt geworden. Dann Kameramann abgekaut von uns. Und wer ist die böse Hexe? Welche Märchen kennt ihr aus Ihrer Kultur? Aus was? Aus Ihrer Kultur Märchen, wo Wald vorkommt. Unsere? Ja, jede zum Beispiel, wo etwas mit Wald zu tun. Ich kenne keine. Ich kenne einige, aber ich kann die nicht auf Deutsch sagen. Ja, also ich kann das auch nicht die Namen übersetzen. Nicht auf Deutsch. Verbindet uns nicht gemeinsame Märchen? Oder kann das sowohl sein? Gibt es in Afrika auch die Rotkäppchen? Aber da statt Wolfen wahrscheinlich Tiger oder Löwe. Ja. Ich weiß es nicht. Ich bin halt hier aufgewachsen. Thank you.
Alles gut? Sicher, oder? Jetzt geht's. Letztlich. Sag mal, wie ist es eigentlich jetzt im eigenen Schaffel? Ach, schon was anderes. Man vergleicht Ausbildung, dann Meister. Auf einmal so viel Verantwortung. Schon eine andere Nummer. Ja? Ja, auf jeden Fall. Ich sag mal so, ist das Beste, was ich machen hätte können. Durch die Ausbildung konnte ich auch eine Menge Stammkunden, auch Europäer halt, sammeln. Und wie gesagt, es ist nicht wie im Afro-Shop damals, wo ich nur Schwarze hatte. Ja. Und dann ist es echt total gemischt. Wie war das eigentlich, hast du gesagt, dass du willst eine Ausbildung zum Friseur machen? Du kennst doch. Du kennst ja unsere Eltern. Ja. Ein Typ und auch noch Haare schneiden. Deswegen Friseur. Ging gar nicht. Du kennst doch die ganzen Tanten, die dann anfangen zu reden. Meine Mutter war eigentlich relativ chillig, muss ich sagen. Aber ich glaube, das Gerede von den Leuten. Das war das Problem. Genau. Aber letztendlich habe ich es einfach durchgezogen und es hat sich definitiv gelohnt. Und jetzt sind auch auf einmal alle die stolz. Die auch vorher genau erzählt haben, ne? Kennst du doch. Hättest du dir von Anfang an vorgestellt, dass man mit Haare schneiden echt so viele Menschen erreichen kann? Eigentlich schon, weil es der einzige Ort ist, wo echt jeder sitzt, beziehungsweise der Stuhl, auf dem jeder sitzt. Egal welche Nationalität, wenn man Voraussetzungen, man kann beides, beziehungsweise man kann alles schneiden. Aber wenn ja, wenn man es kann, dann habe ich mir das auf jeden Fall schon so vorgestellt, so zwei Nationen zu vereinen oder mehrere Nationen zu vereinen, auf jeden Fall. Weil jeder muss Haare schneiden, Haare wachsend und werden auch immer wachsen, deswegen. Ich behaupte auf jeden Fall, dass wir, die hier im Raum sind, jeden Ghana hier im Ruhrgebiet kennen. Entweder ich kenne den oder über zwei Ecken kennt den Kelvin oder du, Winnie oder Karin auch. So gut wie jeden. Hier kennt jeder jeden. Das ist ja schon fast ein Pott. Jeder kennt jeden so. Bis in Essen kennt sie Leute aus Düsseldorf. Bis in Düsseldorf kennt sie Leute aus Dortmund. Jeder kennt jeden. Vor allem so unter uns gerade an. Mehr als sicher. Ja, auf jeden Fall. Zu 100%, auf jeden Fall. Und jetzt kommt so auf uns an, was in Deutschland zu schaffen, dass wir auch mit Deutschland verbunden sind. So. Und das ist so die Idee, warum wir unbedingt was aufbauen möchten, was Eigenes hier aufbauen möchten. So. Nicht mal um zu sagen, so, boah, die Ghana haben es nur geschaffen, sondern einfach um die Verbindung mit Deutschland so zu festzuhalten. So, ne? Weil jetzt zurzeit sind unsere Eltern wirklich aus Ghana hierher gekommen. Aber sind wir nur Ghana, würde ich behaupten, dass wir es nicht sind. So. Ich würde sagen, wir sind deutsch und auch noch ghanaisch. So. Und da ist es schon wichtig, was so eine Verbindung herzustellen. Und da wir ja nicht nur sagen können, dass wir nur deutsch geprägt sind, ist es wichtig für uns auch, diese Verbindung herzustellen, diese ghanaisch und deutsch. Weil deutsch allein geht nicht. Das sieht man ja auch schon an unserer Hautfarbe. Deutsch allein ist nicht, wird dem Ganzen nicht gerecht, ich zu wenig. Das heißt, da ist noch mehr dahinter. Und da ist schon Deutsch Plus oder Deutsch mit Zusatzqualifikation. Das ist schon was Selbstbewusstes, was man so wirklich auch festhalten kann. Kulturschock, wenn du dann gerade Pubertät hast, fühlt man sich sowieso ein bisschen zurück.
Ja. Und dann noch komplett woanders hin, neue Sprache, neue Leute. Ja, war ziemlich schwer. Aber wir sind so langsam dran gewöhnt. Was war denn schwer? Viele Sachen. Die erste Woche, immer als ich nach Hause gegangen bin, dann hat mich meine Mutter gefragt, wie es war und alles. Dann habe ich sofort angefangen zu weinen, weil das zu schwierig für mich war, genau. Die ersten 3 Monate gingen so. Nach 3 Monaten konnte ich dann Deutsch reden, wie jetzt so ungefähr. Genau. Nach 3 Monaten? 3 Monaten, genau. Und ab da hat es dann angefangen so. Musst du viel lernen, ne? Ja. Ich konnte ja gar kein Deutsch. Ja, aber auch nicht. Nur Hallo und Tschüss. Sprache. Und du musstest dich ja komplett auch umstellen. Genau, stimmt. Ja. War halt schwer. Aber ich hab's geschafft. Ja, in 2,5 Jahren würde ich das nicht geschafft nennen, also. Ja. Respekt. Okay, nochmal, damit ich das verstehe. Dein Vater ist gegangen. Als noch Krieg war, genau. Als ich so 2 Jahre nachdem ich geboren bin, ist er nach hier gekommen. Okay. In Kosovo gab es halt nicht so gute Jobs sozusagen. Und man hat da studiert und man musste dann zu Hause bleiben, weil da nicht so freie, so viele freie Plätze waren, also Arbeitsplätze. Vermisst du es manchmal? Ja, jeden Tag. Aus welchem Grund sind deine Eltern nach Deutschland gekommen? Also wegen dem Bürgerkrieg jetzt in Syrien. Ja. Wie seid ihr hier hingekommen? Seid ihr zu Fuß? Nein. Oder LKW. Ganz normal? LKW. LKW seid ihr gekommen? Ja. Krass, erzählt. Also wir sind erstmal von Syrien nach Türkei gegangen. Mhm. Und da haben wir halt ein paar Tage gewartet, bis das LKW, also bis alles bereit war. Das hat 7 Tage gedauert, bis hierhin. Wie war das Gefühl? Oh mein Gott, das muss ja schrecklich gewesen sein. Ja. Du weißt ja auch nicht, was passiert, ne? Werde ich jetzt aufgehalten, werden wir erwischt, werden wir nicht? Du hast ja nichts. Wo seid ihr angekommen? In Münster gleich? In Dortmund, ja. Und haben die euch rausgelassen, so hier, Ziel erreicht und dann? Hast du denn was von dem Krieg und so alles mitgekriegt? Ja, so fast alles. Und sag mal, habt ihr oder hast du auch an dich? Ihr seid ja bestimmt noch so in so einem regelmäßigen Kontakt zu euren, mit eurer Familie, Freunde und allen dort so. So was berichten die so? Also ich habe nicht, also meine Familie ist alle, sind alle raus, nur eine Tante habe ich noch da. Mhm. Die sagen, dass das schlimm ist. Ja, klar. Ja. Und Freunde? Hast du noch Kontakt zu denen? Raus. Auch alle raus? Mhm. Also wir sind jetzt alle irgendwo. Hier warst du auch. Ruhig, ne? Mhm, ja. Irgendwie. Und wie ist das jetzt gerade für dich? Weil ich habe hochgekommen. Ja. Also, als wir rausgingen, dann gingen wir so nach unten. Da war ein Supermarkt, K plus K. Da sind wir noch hingelaufen und wieder zurück, sonst nicht. Ja. Wie ist das denn? Kriegt ihr Geld, wenn ihr einkaufen geht, oder kriegt ihr diese Scheine da, wo du so Marken. Ja, so Marken oder? Nein, man kriegt nur monatlich Geld. Ja. Das war's. Okay, dann kannst du einkaufen. Ja.
Die geben eigentlich das Essen da drin. Ach, da gibt's Essen? Ja, also das gibt... So wie Mensa? Ja, also es gibt bestimmte Uhrzeiten. Ja. Also morgens um 6, mittags 12 oder 1. Morgens um 6? Ja. Hallo? Aber was ist, wenn man das verpasst? Oder? Ja, dann, ja. Oh. Mittagessen um 12. Wow. Und Abendessen? Also am Brot? 7. 7, okay. Guck mal, die sitzen da als Familie und essen. In der Sonne. Sie sind in der Sonne. Oder ich frage mich nur gerade, ob Leute schon mal ausgebrochen sind und das deshalb da ist. Also, weil es sind doch keine Gefangenen. Gute Frage, also, ne? Warum? Ja. Würdest du zurück wollen in Syrien? Also wenn sich die Lage bessert, ist das so ein Wunsch von dir vielleicht irgendwann mal? Ja. Also nicht jetzt da wohnen, aber so Urlaub schon. Ja. Also dort leben kannst du dir nicht von mir vorstellen? Nein. Nee. Ich komme aus Ostukraine und ungefähr so sieht das aus, Ort, da wo ich wohne, da wohnte damals in Kindheit, und ungefähr so sieht das aus. Ich war glücklich da, ich bin auch hier glücklich. Also ich bin ein glücklicher Mensch, egal wo ich bin. Ich fühle mich wie Citizen der Welt eigentlich. Deswegen vielleicht für mich Ukraine oder Russland egal, weil ich mache diese beiden Länder so, da sind meine beiden Kulturen drin, aber das ist nicht alles. Ich will nicht mein Wäldchen packen in so Wurfel, wo diese zwei Länder, ich will auch Europa sehen, ganze Welt sehen. Und das ist, was diese vielleicht geopolitische Entwicklung passiert jetzt. Ja gut, Mensch, seit 100 Jahren, der ging von diesem Dorf, heiratete in andere Dorf. Der war höchstens 6 Kilometer unterwegs. Maximum zu Ostern oder zu Silvester, zu Weihnachten ging es in andere Dorf. So. Was ist jetzt passiert? Jetzt Flugzeuge, Welt ist klein. Passiert Krieg, gefällt dir nicht, hau ab oder kämpf. So, gut, dass ich vorher weggefahren bin. Ich hätte jetzt auch so genauso getan. Guck mal, die gelbe Raps.
einfach an das Gespräch mit meiner Oma. Da ist ein Flugzeug vorbeigeflogen und dann sagt sie Mundele Asamutoti. Das heißt einfach so viel so, der Weiße, der ist kein Mensch, der muss was Übernatürliches sein und so, ne? Und sie ist dann auch so total christlich und alles und für sie ist das halt so richtig so, der Schwarze ist halt untergestellt. So ihre Weltansicht dann zu sehen, so, war schon echt interessant, so. Ja, das ist schon, es ist Hammer zu sehen, so wie weit wir eigentlich hier so entfernt sind von dem Ganzen, so, ne? Manchmal, wie ich Persisch rede. In einem Satz kommen 10 Wörter auf Persisch und 20 Wörter, also das ist gemischt, ne? Ja, das ist so ein Mix. Wenn uns Leute zuhören, dann sagen die so, könnt ihr euch mal entscheiden für eine Sprache? Aber es funktioniert nicht. Es geht auch nicht. Daran merke ich, was für ein Mix ich geworden bin. Ich dachte immer, ich bin waschechte Perserin, aber wenn ich im Iran bin, bin ich sowas von einer Ausländerin da. Ich schwör's dir. Ich fühle mich dann richtig wie eine Deutsche, weil ich bin komplett am sagen, ja, du kommst aus dem Ausland, ne? Ist aber so. Das merkt man erst, wenn du im Ausland bist, merkst du das hier nicht. Hier denkst du, nee, ich bin ja voll persisch. Aber das ist nicht so. Ich bin viel, viel mehr eingedeutscht, als ich denke. Wir haben 3 Sprachen zu Hause gesprochen. Georgisch, Kurdisch und Russisch. Ich kann am meisten Russisch, weil wir haben da gelebt und zur Schule gegangen, aber die anderen beiden Sprachen kann ich auch verstehen und mittlerweile nicht so gut, aber ich spreche die noch und ich finde es wichtig, wenn man so die anderen Sprachen auch beherrscht, weil jede Sprache hat auch irgendwie seinen Einfluss. Ich freue mich, dass ich deutsche Kultur kennenlerne, deutsche Sprache. Das ist wie neue Welt, neue Universum, seine Art. Es ist Bereicherung. Hätte ich geblieben zu Hause, ich hätte solche Horizonte. Genau, nichts. Deswegen, ich sehe mich schon als Europäer, weil ich sehe mich nicht so wie Deutsche. Egal, wo du hinfährst, mit Lachen, mit gutem Umgang, dir ist alle Türen offen in Europa. Man kann noch so sich deine eigene Welt erschaffen, weil das alles so wie so ein weißes Blatt Papier. Du kommst hier hin und dir sind erstmal gewisse Freiheiten gegeben. Du kannst selbst die Geschichte auf das weiße Blatt Papier neu schreiben.
kann ich die Gelegenheit nutzen und schöne Grüße einrichten allen Menschen, die ich kenne.